Wollte nicht einen Kopf. Ich erst nochmal raus. Bisschen, als wenn sie am Porno gedreht haben. Ein Porno? Das Blatt ist auch halb bei mir. Siehste? So, wartet ihr dann auf mich? Und vor allem die Musik passt ja auch so wunderbar dazu. So, da, 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 da. Hallo? Ich glaube, da haben sie es getrieben, wild. Ganz wild. So. Was denn? Oh! Ach, zwei Rose, drei Rose und noch ein paar andere. Ja. Boah, so ein Penner. Da weiß ja mein Pfeil aus. Schade, dass man die ganzen Solarpaneele nicht mitnehmen kann. Das stimmt. Aufladen. Es wäre schade sein. So. Hä? Oh, da kommt eine ganze Batterie an Gegnern. Ja, hab ich doch gesagt. Ich warte doch mal hier, ne, wenn es recht ist. Und nee, warte mal, wir machen es ganz anders. Warum ist denn da kein Stroh? Hä? Ich mach. Boah, was mal irgendein Bauflasche oder? Nee. Bam. Ne, ist mein Fall wieder. Hör mal her. Was? Oh, ist ein schon gut. Tut mir aber leid. Und die machen es nicht auf dem Stroh. Sie machen das einfach so. Einfach so. Mitten auf der Wiese. So, einfach weggeräuchert, die Nasenbären. Was gibt's hier nicht, ne? Wahrscheinlich schon ein Puff drin. Nee, das ist nach oben. Das ist am Rummachen da oben. Ja, ich bin am Looten, weil... Ja, wir sind auch am Looten, im Busch, ja. Ja, ich hab... Ernsthaft? Ja. Ist ja nicht so, dass ihr noch gesagt habt, wartet ihr bitte auf mich? Wann war das? Ich bin ohne Warte runtergegangen. Mich immer anscheißen, aber selber kein Leut besser. Komm jetzt, ich warte auf dich. Ach, ist der Hasen schön früh. So bequem. Nachher hast du die ganzen Ameisen am Arsch. Nee, ich wollte jetzt nicht Arsch haben. Ich wollte was anderes haben. Nee. Vorne rum. Am Sack. Meine Traufe ist immer noch der Garten-MG aus Fallout 3. Kenn ich gar nicht. Fallout 3 bin ich nie gespielt. Da kennt doch nur Hallo. Ja klar, kennt man nur Hallo. Hallo. Hab ich nie gespielt. Was hast du nie gespielt? So Fallout Hallo? 3. Fallout 3? Hab ich leider damals nur angespielt. Ich hab's aber noch. Ich bin nur bis zu der Stadt, wie man explodieren lassen kann. Ist hier der Revolver oder was? Uiuiui, hier sind dicke Wumme. Magnum. Ah, hier ist der Revolver, ja. Oh, kann man schon ein paar Gedärme wegballern. Das ist die, die von Slash Hammer. Die, wie heißt sie noch? Susi? Wie heißt sie noch? Schnarrer. Slash Hammer, kennt ihr? Ne, Susi war das, glaube ich, ja. Von Slash Hammer, ja. 80 Millionen Glühbirnen, ne? Akkuschrauber hätte ich noch gerne mitgenommen, aber naja. Das ist mir nicht so ne? Da waren wir auch so. Ja, schau mal. Das hauen sie mir. Ich weiß, was ich... Solltest du nachholen? Das ist mein nach beste Teil, okay. Was denn? Was hast du? Frank sagt, Fallout 3 ist der beste Teil. Okay, muss ich mal. Ja, davon sollten sie mal ein Remake machen, in besserer Grafik. Das wäre cool, ey. Ich hab nur letztes Mal ein Video davon gesehen, das war alles. Ja, die Druckerresin. Die Grafik ist leider ein bisschen veraltet. Allen DLCs fast energisch spielen und bis zum Schluss immer noch neu. Okay. Okay. So, ich hab jetzt war Fleisch, das war roh. Das ist aber wenn, dann sollten sie auch bei Fallout 1 anfangen. Ja, und das als 3D-Spiel, das wäre nicht schlecht, ja. Also das mal als dann als richtiges 3D-Spiel machen. Fallout 3. Was? Mehr war hier auch nicht, ne? Habt ihr noch was gesehen? Ich glaube, das erste davon habe ich mir auf Xbox 360 geholt, glaube ich. Also, Fallout 3 meine ich das. Oh, hier ist nicht mehr. Nee. Bis auf die Magnum war hier nichts. Ich würde sagen, aber dafür haben wir sicher Knarren, ne? Oh ja. Ist ja nicht so, dass wir jetzt unbewaffnet sind.
Man kann nie genug Waffen haben. Wir können sie gleich ausprobieren. Warum? Hier ist die Haknasen kommen. Große Völkerwanderung. Oh. Ja, ich nehme erstmal meine 9mm weiter. Also, bam. Na komm. Sieht man den hier auf der Karte? Nee. Das war mir mal voll die Hinrichtung, ey. Er lauft doch nicht weg, ihr Mistviecher. So? Oh, ne? Bam. Zum Beispiel, ja. Da können sie sich wirklich mit Teil 1 anfangen. Dann haben wir. Was habt ihr? Haben sie gerechnet? Oh, das ist einer direkt mit einem Fummi gespawnt, ey. Moin. Alter, da muss ich mich an. Boah. Die Vorausspiele sind aber eh nicht chronologisch. Oh. So. Da habe ich keine Ahnung, wo man da anfängt. Aber die hat nicht so wirklich die Range, ne? Die Pistolette. Geht. Also. Ja, doch. Auf der Flucht erschossen. Was war das? Boah. Weiß ich nicht. Mir, ah! Was willst du von mir? Muss man V gedrückt lassen oder einmal drücken? Ich habe keine Ahnung. Da kommt der Frau. Frau soll ich das mal ausprobieren oder was? Ich hab nichts gehört. Ne? Ne. Oh, Frau. Und Virginia hat neue Kräfte, weil die Pumpgun neben ihr schwebt. Was pustet dir in der Nase? Hast du gerade den Popel in dein Dings geschmiert? Hä? Das sind also gar nicht deine Nippel. Okay, gut. Was ist, was ist mit dir los? Nichts. Was soll mit mir los sein, außer den normalen Standard? Popel, alles Nippel. Na, Nippel halt. Pünippel. Das ist ein Mord für mich hier. Pünippel. Schade, dass man die ganzen Solarpaneele nicht mitnehmen kann. Das ist so schön. Guck mir die Nase aus die ganze Zeit. Also ich meine nicht, dass Interplay noch die rechte Anforderung hat. Neu, ich hab Schlangenfieber. Okay. Immer. Das ist ein Dauerzustand. Ja, ich hab ihm gerade mit dem scheiß Golfschläger in die Fresse geschlagen. Die Fallout-Spiele sind aber eh nicht chronologisch. Wo fängt man hab da? Hab ich halt vorgelesen. An? Keine Ahnung. Kann ich auch nicht sagen. Da bin ich fast dem Lost. Dann bin ich raus. Weiß ich auch nicht. Aber wie meinst du das dann mit Interplay jetzt? Er ist tot. Ich hab ihn in den Zellen geschossen. Und für gut befunden. Oh, was sei denn? Nochmal eine Fischerwanderung. Da schwebt einer da hinten. Können wir jetzt nach Hause fahren? Ja. Ich will den Alpha abbauen, wenn wir können. Ich bin doch gerade schon dabei. Ja. Oh, endlich wissen. Aber der. Ja, das Dumme ist, wir müssen. Oh, lass mich halten. Ganz auf der anderen Seite. Wir müssen darüber. Warte doch mal jetzt. Jetzt. Garantie von nix, nee. Da geht's glaube ich gleich also, runter, ne? Ja, mach nicht. Egal, wir scherben nicht. Nee, heißt am Vorderort hat doch Bethesda mittlerweile. Fester. Fester? Bethesda. Ich hab verstanden, Fester. Ja, Fester. Drück ihn Fester. Ja. Achso, sehr viel. Onkel Fester. Aber er ist nicht so schnell wie du. Ja, gut. Man muss Prioritäten setzen, ne? Punk. Meine liegt bei euch. Denkt mal drüber nach. Ja, dass du beim Aufstehen gleich ausrutschst und hinfällst, ne? Nee, geht nicht. Ich roll mich mit dem Stuhl.
ich stehe nicht mehr auf, ich bin zu faul. Hallo. Ich will ja nicht mehr mal mehr einkaufen, ich lasse ja bringen. Ach so, ist echt so. Hab ich jetzt schon dreimal gemacht und ich bin. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Sie bringen das bis zur Haustür nach oben, wenn du möchtest. Echt? Ja, jetzt beim letzten Mal bin ich nach oben gegangen, weil wir 8 Tüten hatten. 8 Tüten? Ja, ich habe für 100 Euro bestellt. Hast du den Laden leer gekauft oder was? Ja, hallo, wir sind eine vierköpfige Familie. Ja, ich weiß. Die ganze Woche, ne? Ich weiß. Und, super freundliche haben hier mit einem 7,5 Tonner vorgefahren. Eine Ecke. Das kriegen wir in der Lieferung. Es waren 7 Paletten. Vorher haben die immer mit diesem ganz kleinen Autos da, diese haben sie Elektro aus. Ja. Und jetzt am Donnerstag haben die mit dem 7,5 Tonner vorgefahren, weil er mehrere Stunden nacheinander beliefert hat. Was ist das denn hier? Ist aber abgezäunt. Ich hab kein Licht mehr, tut mir leid. Aber ist das nicht viel teurer? Nein, eben nicht. Dienstag liefern die bei uns um selber. Wo seid ihr jetzt hin gerade? Hier in die Höhle. Achso, ihr seid drüben. Achso, okay. Über den Fans. Ja, hab ich schon gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Luftschutz, ey, ich bin jetzt. Wie viele Jahre bin ich mal einkaufen gefahren? Ich bin ja damals immer für meine Großeltern oder für meine Großmutter immer einkaufen gefahren. Und irgendwann hast du keinen Bock mehr, echt. Die Anstellerei und Schlepperei und so. Das ist nichts. Nur Materie. Briefe ist dafür aber im Allgemeinen immer ein bisschen teurer, ne? Das stimmt, ja. Aber das stimmt. Den Luxus gönne ich mir jetzt mittlerweile, also. Ja. War es das hier schon? Ja. Bin hier raus, ne? Frosty ist raus. Also bei uns gibt's, ist seit Dienstag immer kostenlos, aber es ist immer von Region zu Region unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich sag mal, 50 Kilometer weit entfernt, ist das der Mittwoch. Der nächste. So, komm mal. Mhm. Oha. Oha. Das war mal ungewöhnlich, oder? Wenn man mal jetzt so weit muss. Geh doch mal weg jetzt da. Frank Freipal, der hat 32 Jahre neben dem Supermarkt gewohnt und da, wo er jetzt wohnt, ist nicht gar nichts. Echt? Ja, das ist scheiße. Okay, das ist natürlich. Aber ich meine, wenn du was vielleicht über hast, guck ja mal bei Hilfe rein, ob sie aus Visier liefern. Nur Getränke mache ich nicht, also die hole ich mir selber noch. Noch? Ein reines Schlafdorf. Okay. Das ist aber auch ganz schön, da hast du wenigstens Ruhe, ne? Da geht dir wenigstens keiner auf den Sack. Das stimmt auch wieder. Also ich lieber auch ein bisschen ländlicher, also jetzt nicht komplett, aber schon ländlicher. Das ist halt deine Ruhe. Ja, genau. Das kann ich auch voll nachvollziehen. Weil in den Schäden, das wird auch immer schlimmer, ganz ehrlich. Auch bei mir geht's. Ja, wie gesagt. Ja, wohnst du direkt in Kiel, oder? Ich wohne, Südzentrum ist das, ne? Also jetzt nicht komplett richtig ganz zentral, aber so ein bisschen äußere Randzentral. Haltet euch fest. Ich wohne 5 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt und hier geht es zwar noch, aber Alter. Ich hab da keinen Bock müssen, ey. Der Wagen kaputt ich. Ist, oder ich kann, weil ich mir Hilfe vom Vormerken. Ja, mach das, Frank. Ja, kann ich mir gut vorstellen, Frosty, dass das mitten in der Stadt ist. Ich meine, bei mir ist der Vorteil, dass der Rewe 200 Meter fußläufig hier zu haben. Ja, bei uns auch. Aber der Rewe, das ist. Ja, bei uns.
Bei uns gibt es auch private Rewe, also die verkaufen nur im Namen von Rewe. Ach so, ja. Der Laden ist privat, aber sie haben eben die Lizenz von. Boah, irgendwas hat uns angegriffen. Alter! Was war denn das? Hier, Elch. Elch? Und wir haben dann geklappt. Wir haben dann nicht das gesamte Sortiment von Rewe, das ist das Problem. Ach so. Ja, das ist natürlich auch die Basis. Was ungewohnt hier. Hier ist gar nichts, Alter. Gar nichts. Und das? Bleib sitzen. Anschieben. Anschieben, jawohl. Hä? Wo ist denn Nordisch? Ja, ich hab ja gesagt, ich wurde vom Viech runtergekloppt. Ach so. Das hab ich gerade mitgekriegt. Ich auch nicht. Alter. Ist mal eine Dorfkneipe? Boah. Das ist aber echt Totenhose, wa? Totenhoden. Was ist das hier mit dem M? Totenhoden. Nicht Totenhagen, sondern Totenhoden. Mal im Flug trinken. Hab's gesehen. Und mal im bisschen Mampf. Was bist du denn? Das ist ein Bunker. Ja, ich bin auf dem Weg zu dem M da. Was ja, das ist ein Bunker. Ich glaube, da waren die Eltern drin. Okay. Ich muss bald Schafi machen. Ich bin einfach. Aber nein, nicht so, Schafi. Achso, der Bunker. Ah ja, okay. Mir gehen die Regel aus. Ich hab gleich keine mehr. Bitte. Bleib doch mal da! Okay. Alle mit dem Hund. Danke. Boah, hast du also alles hier hingeschmissen? Du kannst gleich alles aufheben, Mann. Ja, weil du weggelaufen bist, du. Was war das? Warte kurz. Psst, Rosti sagt nichts. Hallo. Ah, Hilfe, ich werde befummelt. Ich hab's genau gespürt. Ah, bist du schon drin? Ich bin ein Teebeutel. Also, wo sind die ganzen Dinger jetzt geblieben? Hast du aufgehoben? Voll ins Kopf gesoffen. So, nochmal. Alle da? Haben wir ein bisschen weiterfahren. Felsen! Fahr du doch mal mit dem Kackkarren, ey. Jetzt scheiß das Ding. Er gibt mir auf der Hälfte, er schreibt wieder auf. Oh. Weißt du, warum er hinten sitzt? Weil er es eh nicht mehr sehen kann. So sieht's mich auch. Weißt du, der wartest du noch? Ja. Alles voll gut. Oh. Oh. Ja, wenn es dann feucht im Nacken wird, dann war ich das. Also wir haben keine zwei mehr, weil irgendwas noch haben. So scheiße ist das Ding. Oh. Du kannst mit dem nicht lenken, ey. Das ist ja, ich weiß, es ist genauso wie mit diesem Einfahrrad, mit diesem Einrad-Ding. Ja, das ist noch einfacher. Das geht noch leichter. Noch mehr. Ja. Anstatt, dass sie uns mal den Helikopter geben, aber nein. Ich hab gelesen, man kann die Gleiter einpacken, ne? Was? Den kann man einpacken? Die Gleiter, scheiße. Echt jetzt? Kann man das? Angeblich soll man die einpacken können. Oh. Okay. Ich hab grad ein Waschbär überfahren. Hallo! Oh, Alter! Voll sind die Einzelteile zerlegt, Alter. Verfolg mich! Fahr schneller! Alter, wie die ganzen Bäume kaputt werden auf einmal. Aber ey. Warte, müssen wir looten. Was denn hier? Die Suicide-Rehe. Die springen alle vors Auto. Oh Mann. Der andere läuft uns immer noch hinterher, Alter. Was ist der für eine Ausdauer? Ich glaube, wir sind daheim. Ah, endlich zu Hause. Frosty, mach mal die Tür auf. Aufschreiben, Aber der Dorf muss noch nach Hause. Ja, ich guck gerade mal. Ich weiß gar nicht, wo ich wohne. Wo wohne ich denn? Aber Hauptsache Kelvin steht drumrum, ey. Kelvin ist auch noch bei uns. Ach so. Kelvin, soll ich ihn mir abschneiden? Ratsch mal in meine Richtung. Die macht sich das zum Inder, ey.
Ich weiß nicht. Memo an mich selber. Nicht in den Fleisch geben, wenn Morbus dafür. Du hast eben ein Hindernis ausgelassen. Habe ich jetzt ausgelassen, echt? Oh, sorry, Frank. Das wusste ich nicht. Ich wollte eigentlich nichts auslassen. Oh Mann, ey. Kann nicht mehr. Was sind jetzt hier? Was sind eigentlich meine Bots jetzt? Warte mal, ist es nicht die oder ist es die da oben? Kann auch die da oben sein. Geh ich gar nicht sein. Ja. Ach, das müsste die da sein, was so, der See. So. Ich bin doch ein ganzes Stück weg. So, was baut man jetzt hier? Die Nummer. Ein bisschen Feuerchen machen. Oh, für die Nummer 1 brauchen wir drei. Haben wir das jetzt nicht? Drei Schildkrötenpanzer. Was auch immer das ist, ich baue es jetzt mal. Und? Warum haben wir das Feuerholz nicht machen? Also. Sammelstücke. Das ist wahrscheinlich, ne? Jawohl, ja, so. Sammeldraht, Sammelstücke, sammel alles. Wir fehlen zwei Stöcke, Frosty. Hast du zwei Stöcke einstecken? Ja. Kannst du die mal da oben reinschmeißen? Wo rein? Oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach? Ich bin hier aufs Dach. Da. Wo soll ich reinschmeißen? Hier, steck's mal rein. Hier, bei mir! Was da bist du? Wie lange macht ich muss langsam los? Ich weiß nicht, wie lange. Oh, ich hab Faden genommen. Ach, das ist eine Falle? Ich würde sagen, bis spätestens zwei. Also ich würde mal sagen, eine halbe, dreiviertel Stunde noch oder so. Ist das eine Falle? Das ist eine Falle. Das schlägt dann um sich. Bau die mal woanders hin. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Na toll. Mal wissen, ey. Kannst du mal die Stöcke aufsammeln? Er soll Stöcke reinstecken, er soll Stöcke aufheben. Mann. Kann ich nicht mehr, warum nicht? Hä? Ja, warte. Warum kann ich nicht mehr aufheben? Habt ihr das selber. Hä? Habt ihr das selber hingepackt? Warum kann ich nicht mehr aufheben? Was soll denn da? Wo ist die Falle denn? Noch nirgends. Ich muss mich mal um das Fleisch kümmern. Ja, mach ich, sammel hier auf. So, wo baue ich denn die Scheiße hin? Fleisch aufhängen. So, jetzt dürfen ja mittlerweile auch nur Fische da unten dran sein, oder? Oh, ich will schon mehr Süßer, kann das sein? Zappel ja, das kann sein. So. B. B. X. B-M-X. Es wird Herbst, Baby, es wird Herbst. Alter, Virginia, erschreck mich bitte. Können wir den vier Stöcker fehlen? Da lang gibt es eine Hasenstelle, habe ich die noch gar nicht gesehen. Hasenstelle? Hasenstelle gibt's ja. Okay. Brauch noch zwei Stöcker. Ja, ich komme sofort. Ich erscheine. Brauch keinen mehr. Voll. Was ist denn das hier? Wie funktioniert das jetzt? Ich werde mal, wenn da einer in die Nähe kommt, wie hat's denn los, oder? Wir werden es sehen. So, ich hab mal ein bisschen Fisch und so aufgehängt. Ein bisschen Fleisch. Sieben Steine braucht das Ding. Ich hab das Ding jetzt mit den vier Batterien mal gebaut, also bin dabei. Weiß nicht, wo ist denn jetzt überhaupt genau bauen und dann die Artefaktdinger? Wo haben wir die denn? Oh, wieder Stöcker. Was ist das? Ist Kelvin. Das ein Altar hier? Mit vier Batterien, was ist denn das? Weiß ich nicht. Das ist bestimmt der Altar, ne? Ja. Ich baue jetzt mal den Altar oben, baue so auf dem Dach, oder? Mach halt. Steine, oh, 33 von den großen Steinen. Ne, überhaupt mal so viele. Ja, das sind natürlich klein, scheiße. Wir brauchen Stöcker, brauchen Stöcker, brauchen Stöcker. Also, so, was haben wir denn hier noch, was wir noch bauen können? Antenne. Liegt ein bisschen mehr Stöcker rum wie sonst, habe ich das Gefühl.
können wir helfen, mal die großen Steine holen. Hat er schon. Hat er schon, weil da brauchen wir 33 für. Ja, ich lasse jetzt gerade ein paar Stöcker sammeln, aber große Steine hat er, glaube ich, schon voll gemacht, oder? Nee, das ist schon wieder passiert. Warte, ich hol. Bring. Ich sehe überhaupt nicht hier, voll schön. Ja, lass uns erstmal ratzen gleich. Ich muss mal eben einmal noch vier Steine da oben. Also so haben wir immer nur vier Steine. Au! Boah, immer noch 21 Stück. Nee. Boah. Okay, ich kann ratzen. Was ist mit ja los? Er hat irgendwelche Probleme hier. So. Wer hat die nicht? Ja, vor allem, du hast sie direkt vor die Bank gemacht, den Altar. Ratz ready. Bobos. Ja. Ja. Ah, ich bin mir was zu bin, ey. Hallo, kannst du dir aufhören, nach unten zu gehen? Also. Weiß ich nicht, Altar sollte man tatsächlich vielleicht mal ein bisschen weiter wegbauen. Scheiße, jetzt habe ich hier beide Waffen von mir gegeben. Ach, was juckt's mich? Kannst du die wieder rausnehmen bei dir aus dem Inventar? Ich hab keine Ahnung. Sechzehn Köpfe brauchen wir. Toll, Kevin, du hast fünf Stöcke gesammelt. Ach, Stück für mich und ach, für dich. Boah, haben wir überhaupt so viele Köpfe? Brauche noch vier. Was stehst denn du hier drum rum? Tu was für dein Geld, Junge. Oh, was war das? Es war das Essen. So, Essen. Noch fünf große Steine. Essen wird völlig überbewertet. Dann habe ich das schon mal hinter mir. Eins, zwei, drei, vier. Ich hab nur vier. Nein. Einer fehlt mir. Hier ist auch bestimmt irgendwo einer. Das sind Stöcker. Stöcker. Stöcker, Junge. Ja. Das haben wir Knochen. Stückli. Noch haben wir genug, aber keine Köpfe, glaube ich. Ne? Köpfe? Nee. Ja, die Knochenköpfe. Ja, ich habe, glaube ich, drei einstecken, die kann ich dir geben. Und unten im Regal stehen ein paar. Okay. Wir brauchen mal ein paar Schumpel, die wir mal ein bisschen zerleben können. Feuerge. Ich häng fest. Nee, ich hab eine Uhr gemacht. Jawohl! Schön. Schön sieht's aus. Ich sehe auch genau. Weiß ich nicht, sagt ihr auch die tatsächliche Uhrzeit? Ich hab keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Wir haben 8 Minuten vor 1. Das ist korrekt. Zwei Köpfe noch. Nein! Ich hol sie. Sind sie denn? Die Köpfe. Hab ich. Nein, ich will das nicht mehr in mein Projekt machen. Ja, dann komm doch her. Nein, mach, komm. Komm doch her. Nein, mach. Kann man die teilen? Mach. Kann ich nicht teilen. Mach, yes. Yes. Und jetzt? Müssen wir das Artefakt wahrscheinlich haben, ne, oder?